Wie entsteht eigentlich so eine Finanzkrise? Wie könnten Sie selber mal eine basteln, falls Sie eine brauchen? Nun, das geht eigentlich ganz einfach. Nehmen wir mal an, Sie haben keine Lust mehr auf Ihren blöden Bürojob. Sie wollen auch mal was mit echten Menschen machen. Deshalb machen Sie eine Kneipe auf. Dummerweise ist diese Kneipe aufgrund einer, sagen wir mal, schlampigen Recherche in einem Stadtteil Ihrer Stadt, in dem besonders viele arbeitslose Alkoholiker wohnen. Die konsumieren leider nicht so doll, weil sie halt kein Geld haben. Irgendwann sagen sie sich, drauf geschissen, ich lasse diese arbeitslosen Alkoholiker einfach anschreiben. Ihnen persönlich ist das egal, ob sie jetzt theoretisch kein Geld haben oder praktisch. Und irgendwann fällt ihrem Bankberater auf, dass ihre Kneipe komischerweise Gewinn abwirft und der zitiert sie zu sich. Er sagt, was haben Sie denn mit Ihrer Kneipe gemacht? Die macht ja auf einmal Gewinn. Und dann erklären sie ihrem Bankberater ein bisschen schuldbewusst, dass das gar keine echten Gewinne sind, sondern nur so eine Art Schuldscheine. Und auf einmal sagt ihr Bankberater, brillant. Wissen Sie was? Daraus basteln wir jetzt ein Finanzprodukt. Wir bündeln Ihre Schuldscheine, wir verbriefen die und verkaufen die weiter, so als Paket. Mit einem gewissen Abschlag, ne? Klar. So, wenn das 100 Euro Schulden sind, verkaufen wir die für 70 Euro. Dann sind wir das Risiko los, jemand anders macht einen fetten Gewinn von 30 Euro und alle sind glücklich. Fesche Sache. Damit nicht so auffällt, dass es sich um Schuldscheine von Alkoholikern handelt, kriegen die einen neuen, bankenkompatiblen Namen und auf einmal heißen die Dinger Fuselanleihen. Die Fuselanleihen laufen erstaunlich gut. Sie machen noch eine zweite Kneipe auf, in dem Stadtteil mit den ganzen Alkoholikern, damit das Geschäftsmodell in etwa das gleiche bleibt. Und Ihr Bankberater legt noch eine zweite Tranche Fuselanleihen auf. Irgendwann fällt der nächstgrößeren Bank auf, dass Fuselanleihen gar keine schlechte Idee sind. Die nächstgrößere Bank hat jedoch Experten an Bord, so Analysten und so. Und die sagen Fuselanleihen schön und gut. Aber man kann das Produkt doch noch verfeinern. Wir nehmen jetzt die besten dieser Fuselanleihen, die von den Alkoholikern mit Abitur. Die bündeln wir zu einem völlig neuen Finanzprodukt. Und das nennen wir SSO. Und Sie müssen zugeben, SSO, das klingt erstmal super. Das klingt so nach Schweiz, nach sicher, nach optimiert. In Wirklichkeit steht SSO für Suff-Sammel-Obligationen. Aber das wird den Leuten nicht so explizit gesagt. Was den Leuten explizit gesagt wird, ist, dass die Dinger eine tierische Rendite haben. Und immer mehr Leute steigen ein. Die Preise für Alkohol ziehen langsam an. Immer mehr Kneipen machen auf. Sie selbst haben mittlerweile auch schon 44 Kneipen, alle in diesem einen Stadtteil mit den Alkoholikern, damit das Geschäftsmodell in etwa das gleiche bleibt. Das Ganze läuft immer besser. Bis eines Tages der HSH Nordbank, der WestLB und der Bayerischen Landesbank auffällt, dass da ein tierisches Geschäft an ihnen vorbeiläuft. Das sollte für Sie schon mal so ein kleines Alarmzeichen sein. Wenn Landesbanken auf einen Zug aufspringen, ist der eventuell schon abgefahren. Aber noch läuft alles super und solange die Musik spielt, wird auch getanzt. Und der Tanz geht gerade erst los. Die Landesbanken haben nämlich ein paar super Ideen. Die sagen sich, SSO, schön und gut, ja, aber man kann das Ganze doch todsicher machen. Wir nehmen jetzt die wirklich die allerbesten der SSOs. Die von den Alkoholikern mit Doktortitel, die noch nicht gegutenbergt haben, also noch nicht abgeschrieben haben. Und die bündeln wir zu einem neuen, todsicheren Finanzprodukt namens DGZ. Delirium Garantie Zertifikat. Damit dieses DGZ wirklich todsicher ist, lassen die das sogar bewerten von einer amerikanischen Ratingagentur. Diese amerikanischen Ratingagenturen machen übrigens genau das, was der Name schon sagt. Die raten. Die raten, ob sie ihre Schulden zurückzahlen können. Die haben auch dementsprechend verdächtige Namen. Die größte heißt Standard & Poor's. Und das heißt übersetzt so viel wie Standard Poor, gewöhnlich, armselig. Die zweitgrößte heißt Moody. Das heißt übersetzt so viel wie launisch. Und die drittgrößte heißt Fitch. Das heißt übersetzt erstmal gar nichts, ist aber vermutlich eine Kombination aus fucking Bitch, Fitch. Und das Tolle ist, sie bezahlen diese Ratingagenturen und wenn sie denen genug Geld in den Rachen werfen, sind die magischerweise der Ansicht, dass sie alle Schulden dieser Welt zurückzahlen können und dann kriegen sie ihre gewünschte Bewertung AAA, 3x A, alles absolut alkoholisch. Und jetzt
geht der Tanz erst richtig los. Jetzt steigen alle ein, jetzt wollen alle mit dabei sein. Pensionsfonds, große Versicherungen, alle. Menschen verkaufen ihre Schweizer Staatsanleihen, decken sich ein mit DGZs. Zahnärzte schulen um auf Gastronomen, weil es der sicherste Weg zur ersten Million ist. Die Preise für Alkohol schießen durch die Decke. Eine Flasche Wein kostet mittlerweile mehr als ein Fertighaus in Florida. Komasaufen wird staatlich subventioniert durch eine Ablallprämie. Leberzirrhose gilt als vermögenswirksame Leistung. Sie selbst haben mittlerweile 9.847 Kneipen, alle in diesem einen Stadtteil mit den Alkoholikern, damit das Geschäftsmodell in etwa das gleiche bleibt. Führende Analysten sagen, dass überhaupt kein Grund mehr besteht, weshalb der Aktienindex nicht am Jahresende die 50.000er-Marke durchstößt. Bis dann ein kleiner Sparkassendirektor von einem ihrer Alkoholiker in diesem Stadtteil mit den ganzen Alkoholikern ein bisschen Geld zur Begleichung einer allerersten Rate sehen möchte. Und dann sollten sie ihren Learjet schon mal mit Nase Richtung Karibik geparkt haben. Oder sie wählen eine zweite, sogar noch vielversprechendere Variante. Sie gehen einfach zur Regierung und sie sagen, Moment mal, das sind doch alles Hartz-IV-Empfänger. Das sind doch eure Leute. Und schon spannt sich über ihnen ein Rettungsschirm auf, sie springen ab, wir sehen uns in St. Moritz.